Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life, this life, this life. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute mal ein kleines Special-Video, wie man sehen kann. Denn es ist mein erstes Video mit Facecam, jetzt ist endlich mal meine Fresse oben im Bild drin. Und ja, es hat einige Zeit gekostet oder gedauert, ehe ich diesen Schritt gewagt habe mit Facecam. Ich war mir immer so unsicher, ob ich das wirklich machen will. Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe mich jetzt endlich mal dazu entschlossen, es einfach zu machen. Jetzt nicht bei jedem Video, jetzt nicht so früh vorhin, dass ich jedes Video irgendwie mit Facecam mache, aber so, das ein oder andere Video wird ab sofort mit Facecam sein und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Nachricht freut. Und ja, im heutigen Video beantworte ich einfach mal ein paar Fragen. Ich habe nämlich so ein Bild auf Instagram hochgeladen hier. Bei Instagram, by the way, auf jeden Fall vorbeischauen. Da lade ich momentan wieder sehr viele Bilder hoch. Und da habe ich einfach mal so ein Bild hochgeladen, stellt Fragen. Und da sind jetzt einfach mal an die 200 Fragen oder Kommentare. Und da werde ich einfach mal die ein oder anderen, die interessant sein dürften, raussuchen und vorlesen und beantworten. Und hier sind dann die ganzen Kommentare. Ich werde dann die Namen sagen. Ich werde es auch versuchen einzublenden. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich... Das kann ich sprechen, weil ich ein bisschen nervös bin. Ich hoffe, dass ich... Ich kann nicht reden. Ich hoffe, dass euch das freut, dass ich jetzt Facecam-Videos mache. Ich sehe ja schon ein paar gute Fragen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen, auch wenn es jetzt wieder total like-geil klingt. Aber ja, nur als Bestätigung, dass ihr wirklich Bock drauf habt, dass ich mal ein paar Videos mit Facecam mache. Und auch bei Instagram vorbeischauen. Da lade ich dann mal öfter vielleicht so ein Bild hoch, wo ihr mir Fragen stellen könntet. Dann mache ich öfter so Facecam-Videos, wo ich Fragen beantworte. Auf jeden Fall fangen wir mal oben an. Okay, das ist eine unnötige Frage, deshalb lese ich sie nicht vor. Ich lese keine unnötigen Fragen vor. Aber hier von LLLuigi04, wie alt bist du? Ich bin mittlerweile 19 Jahre alt, seit dem 26. März. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Nächste Frage von Knight19Bomb. Wie bist du auf deinen Namen GamingGuides.de gekommen? Das ist eigentlich eine sehr schöne Frage. Ich hieß ja zuerst German Trophy Guide. Ich denke mal, das müssen jetzt auch die meisten wissen. German Trophy Guide hieß ich, weil ich Trophäenguides hochgeladen habe und auch nur Trophäenguides hochladen wollte auf meinem Kanal. Aber dann kam Minecraft auf die Konsole und dann dachte ich mir, nee, nur Trophäenguides wäre langweilig. Und dann habe ich mit Tutorials angefangen und dann dachte ich, ja, kannst du ja nicht mehr German Trophy Guide heißen. Musste dich halt irgendwie was Allgemeineres nennen, dann habe ich mich einfach Gaming Guides genannt. Könnte ich auch gerne rückgängig machen, ich würde lieber einen viel kürzeren, knackigeren Namen haben. Aber dann würde mich halt keine Sau mehr erkennen, wenn ich jetzt irgendwie anders hieß. Okay, nächste Frage. Hast du vor, irgendwann mit Facecam zu machen? Kommt von SN-Player. Ja, SN-Player. Oh, jetzt bin ich auf zurückgegangen. Verdammt. Also hast du vor, irgendwann mit Facecam zu machen? Sieht man, habe ich auf jeden Fall. Das ist jetzt das erste Video. Ich muss mich voll konzentrieren, dass ich immer oben rechts reingucke, weil sonst gucke ich einfach nur immer so nach vorne beim Aufnehmen. Total ungewohnt. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Leon Gamer HD. Was machst du so in letzter Zeit? Ich gehe zur Schule. Unternehme was mit Freunden und Freundinnen und Familie. Tja, mache YouTube-Videos. Wer hätte das gedacht? Und was machst du denn so in letzter Zeit, Leon Gamer HD? Nächste Frage von Kolmann45. By the way, mega geiles Profilbild. Das ist ernst gemeint. Warum hast du mit YouTube angefangen? Viele Leute aus meiner F-Liste hatten damals Probleme mit Trophäen und dann kam ich halt dazu, boah, du kannst die Trophäen doch so gut, dann mach einfach Trophäen-Guides und dann habe ich das einfach mal gemacht. Logisch Erben unterstrich fragt, woher hast du das geile Profilbild? Das hat mir ein Designer erstellt, der heißt I Can't Be Crushed oder mittlerweile nur noch Crushed, der ist kein Deutscher. Müsstest du aber bei so einem Video sehen, da ist dein Kanal-Link in der Beschreibung. Ich kann es auch noch hier mal in die Beschreibung packen, den Kanal-Link. Kostet leider Geld. Also für mich jetzt nicht, weil ich ein YouTuber war, aber für Leute, die vielleicht keine YouTuber sind, sondern das einfach so wollen, kostet das irgendwie ein paar Dollar. Müsst ihr den auf jeden Fall mal fragen. Kannst du mal andere Spiele auf Linking Games hochladen und hast du eine Freundin? Erstmal, Linking Games ist momentan noch sehr inaktiv. Ich weiß, habe ich noch kein einziges Video hochgeladen. Kam echt gar nicht dazu. Momentan ist wieder Gaming Guides ein bisschen aktiv. Okay, was heißt aktiver? Das letzte Video war auch 2 Tage her. Jetzt 3 Tage, wenn ihr das Video hier schaut. Da werde ich auf jeden Fall ganz andere Spiele spielen. Kein Minecraft. Und von daher hatte ich die Frage auf jeden Fall übrig und ich habe momentan eine Freundin, ja. Und nächste Frage, wie alt warst du, als du mit den Videos angefangen hast? Da war ich, also mit diesem Kanal war ich 16. Allgemein mit YouTube habe ich ja schon mal öfter hochgeladen, so ein paar komische Sachen auf jeden Fall, die kein Mensch sehen will. Mit 14 oder 15, mit meinem besten Freund damals. Würdest du, wenn keine Updates für die PS3 mehr kommen, nur noch auf der PS4 Edition spielen? Das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich bin ja so einer, ich habe eine PS4, wussten auch nicht viele, dass ich eine PS4 habe, aber ich habe eine PS4, spiele trotzdem eigentlich Minecraft nur auf der PS3,
weil ich es einfach besser finde, weil da der größte Teil meiner Abonnenten drauf spielt und das ist schon für mich Grund genug, nur PS3-Videos zu machen. Und von daher, ich kann eh nur auf der PS3 aufnehmen, das ist auch nochmal ein Grund, weil ich eine HDPVR habe und keine Elgato. Und deshalb würde ich trotzdem auf der PS3 spielen, aber so Sachen wie Bad Wars und so weiter, wenn es Server gibt und alles, würde ich dann wohl auf der PS4 machen. Also ich würde das so zweiteilen, aber ich würde niemals komplett mit PS3 aufhören. Nächste Frage von Mike_W2003, was ist deine Lieblings-Eissorte? Frage, ich habe voll lange kein Eis mehr gegessen eigentlich, aber sonst war es eigentlich immer Schoko und Erdbeer auf jeden Fall. Cookie war auch geil, Stracciatella, auch mega, also da gibt es eigentlich keine einzige Eissorte, ich esse einfach alles. Magst du PlayStation oder Xbox mehr? Natürlich PlayStation. Nächste Frage von Kero1907, meine Frage ist, kannst du mal PC-Videos machen und würdest du auf Gomme den YouTube-Rang bekommen? Du würdest auf Gomme sogar den YouTube-Rang bekommen, so war die Frage. Ja, PC-Videos weiß ich nicht mehr, ob ich die noch machen möchte. Klar würde ich dann den YouTube-Rang bekommen, den hatte ich ja auch kurze Zeit schon. Aber weil ich keinen Content hochgeladen habe, war der dann auch ruckzuck wieder weg. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich überhaupt mal wieder PC-Videos auf diesem Kanal hochladen möchte. Weiß ich nicht so genau, vielleicht auf Linking Games mal gucken. Darf ich ins Video, fragt Kai H. Nö, eigentlich nicht so. Adit fragt, wirst du Minecraft auf deinen neuen PS4 spielen? Ich habe eine PS4, habe da auch Minecraft, aber spiel's eigentlich nie. Ist eigentlich für mich das Gleiche, nur weil es da jetzt nicht so mega leckt und die Welten was Größtes sind. Das ist für mich jetzt kein Grund, Minecraft nur auf der PS4 zu spielen eigentlich. Okay, nächste Frage kommt. Oh, hier sind ganz schön viele Fragen von denselben Nutzern. XRealMagic, XX oder so. Was ist deine Lieblingsschuhmarke? Auf jeden Fall Nike. Dann noch eine Frage von ihnen. Was ist deine... hat er schon. Ist dein Lieblings-YouTuber? Ist immer noch Gronkh eigentlich. Gronkh ist oldschool, weil der so geblieben ist, wie er schon immer war. Und deshalb, wirst du mehr PvP machen, fragt XBuxD500. Ich könnte ja mal wieder anfangen, Bad Wars und so zu spielen. Wollte ich ja auch alle mit Skywars, Survival Games, jetzt mit Facecam, wäre das, glaube ich, noch interessanter für euch. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, über die ich mir noch Gedanken mache. Max5, ganz viele Unterstriche, fragt, denkst du manchmal darüber nach, mit YouTube aufzuhören? Ehrlich gesagt, habe ich ja schon sehr oft darüber nachgedacht. Also nicht in letzter Zeit, jetzt in den letzten Wochen, sondern auch vor langer Zeit schon oft. Es hängt immer ganz von meiner Lebenssituation ab, was in der Familie passiert und alles. Oder was mit meinem Kanal passiert, wie der Support ist. Das ist halt normal, aber niemals aufgeben, Freunde. Merkt euch das auf jeden Fall. Nemo_Pavlovic fragt, was machst du so in der Freizeit und macht dir gerade YouTube Spaß? Was mache ich in der Freizeit? Freunde treffen, Fußball spielen, Musik hören, was man als so als Jugendlicher macht, viel unternehmen mit Freunden und macht dir gerade YouTube Spaß. YouTube macht mir momentan wieder sehr viel Spaß, also was heißt Video, macht mir eigentlich immer Spaß. Ihr wisst ja, wenn ich keinen Bock auf YouTube habe, dann lade ich einfach keine Videos hoch, deshalb bin ich auch sehr oft inaktiv. Ja, nächste Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, was ist dein Lieblingstier im Alphabet? Hey, Digga! Okay, der Taiyan98 hat ganz schön viele Fragen. Ich fange einfach mal an, ich habe viele Fragen, aber erst wollte ich sagen, du bist der beste YouTuber, Respekt jetzt zu den Fragen. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal für den Satz gerade. Wohin willst du reisen? Ich würde mal gerne eine komplette Weltreise machen, aber so in die Karibik würde ich schon mal gerne reisen. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist auf jeden Fall, oder sind Hunde. Wir hatten schon immer Hunde in der Familie, habe auch eine Katzenallergie, von daher Katzen ist nicht mein Fall. Also ich habe nichts gegen Katzen, nicht falsch verstehen, aber wie alt bist du? Ich bin 19. Lieblingsessen? Ich esse eigentlich alles, von daher ist Essen mein Lieblingsessen. Und als letztes, kannst du dich zeigen? Wenn nicht, dann wann? Bitte? Wo ist da gerade der Sinn? Kannst du dich zeigen? Wenn nicht, dann wann? Kannst du dich zeigen? Wenn ja, dann wann? Hätte, würde irgendwie schon Sinn machen. Jetzt ja, ich kann mich zeigen. Hallo, Taiyan98. Wie findest du diesen Punkt? Noah Vigant fragt das. Der Punkt ist wunderschön. Stefan_HLL, wie hat das alles mit YouTube angefangen? Habe ich eben gesagt und warum? Weil ich den Leuten helfen wollte und jetzt sind wir einfach eine so fette Community, dass man eigentlich gar nicht mehr aufhören will. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und nächste Frage kommt von Niklas, denke ich mal, mit den Xen da. Wenn es Server gibt, wirst du einen Server eröffnen? Natürlich, das würde ich sofort machen. Auf jeden Fall ein Traum. Joldas fragt, oder Joldasch, wie viele Abos willst du? Also was ist dein Ziel? Mein Ziel habe ich schon längst erreicht, ich habe schon oft gesagt, 1000 Abonnenten war damals mein Ziel. Jetzt wären es vielleicht die 50.000 Abonnenten und dann sind schon die 100.000 Abonnenten, Alter. Boah, Ziele habe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich, aber Träume hingegen schon. 50.000 wäre schon ein Traum, 100.000, da glaube ich, würde ich vom Stuhl fallen, würde ich mal so behaupten. Nächste Frage, nochmal von Niklas, glaube ich, ist das derselbe? Ja, ist derselbe. Was hörst du von Musik? Ich höre ganz viel Rap, Hip-Hop,
alles außer Schlager eigentlich oder dieses Scream-Kacke, nichts gegen diese Richtung, aber die Musik ist gar nichts für mich, wo die so schreien. Sowas ist auf jeden Fall gar nicht mein Fall. Ich gucke jetzt nochmal nach einer interessanten Frage. Kommt ein 50k-Special? Ja. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ja. Es wird ein 50k-Special kommen, keine Sorge. Bin ich im Video? Leider nicht. Das tut mir wirklich gar nicht leid. Auch eine sehr interessante Frage von Ryan Bassam. Wie war dein erster Gedanke, wo du Minecraft das erste Mal gespielt hast? Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich das Spiel einfach katastrophal fand und ich mich gefragt habe, was mein bester Freund so toll an diesem Spiel findet. Dann habe ich das einfach mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten gespielt und konnte dann auch gar nicht mehr aufhören, weil es einfach, ich habe den Sinn nicht gefunden in dem Spiel, aber es hat einfach Bock gemacht ohne Ende und es ist heute noch so. Was ist denn noch eine interessante Frage? Auch eine gute Frage, die sehr oft gestellt wird. Revi und Sturmwaffelpix, cooler Name auf jeden Fall. Warum zockst du nicht lieber auf PC, wo es Server gibt und machst PC-Videos? Weil ich dann kein besonderer YouTuber mehr wäre, wenn ich einfach wie jeder andere Minecraft-YouTuber Videos auf dem PC oder vom PC hochladen würde. Dann wäre das kein Minecraft-PS3-Kanal mehr, sondern ein Minecraft-PC-Kanal. Und ich denke mal, davon gibt es auf YouTube, denke ich mal, mehr als genug. Wie kamen deine Eltern auf den Namen Mika? Da müsste man meine Eltern fragen. Das würde ich auch mal gerne wissen. So ein Name hört man ja jetzt auch nicht jeden Tag. Eine Frage von, ich weiß nicht, was das jetzt für ein Name sein soll. SXMXO. Somo, Samo, Sama, keine Ahnung. Meine Frage ist, was ist mit deinem zweiten Kanal los? Und kannst du bitte Jeno und Nikolas grüßen? Viele Grüße an Jeno und Nikolas auf jeden Fall. Und mein zweiten Kanal ist nichts los, das ist ja das Problem. Ich denke mal, das ist das größte Problem, dass da einfach nichts los ist. Und ja, dafür muss ich noch Zeit finden mit meinem zweiten Kanal, dass da eigentlich auch mal was losgeht. Und ich denke mal, nachdem ich mich dann gezeigt habe, kann ich dann auch die ein oder anderen Horror-Games mit Facecam spielen. Das war schon immer mein Traum, Horror-Games zu spielen. Fand ich schon immer cool. By the way, tut mir leid, dass ich so scheiße aussehe. Das wollte ich am Anfang des Videos eigentlich sagen. Meine Haare sind viel zu lang, um sie zu machen. Und ich habe hier jetzt einfach so ein Kack-Ding an. Das sieht aus, wie als wäre ich ein Matrose oder sowas. Aber was soll's? Eine Frage von Eddie-XD-. Wie hast du Myrix kennengelernt? Das war zur Beginnzeit auf jeden Fall. Also als alles angefangen hat. Ich hatte 800, noch nicht mal, keine Ahnung wie viele Abonnenten, auf jeden Fall nur unter 1000 und hab den dann mal angeschrieben, weil ich seine Videos gefeiert habe und wollte dann unbedingt mal was mit dem machen und so haben wir uns dann kennengelernt und so sind wir dann bis heute noch auf jeden Fall sehr gut befreundet, also eigentlich schon Best Friends. Viele Grüße an dich, Marcel. Demnächst machen wir ja auch ein Video, hoffentlich endlich mal wieder und auch ein Projekt weiter, was den Namen Piep 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 beträgt. Und okay, nächste Frage von TexoPvP-YouTube. Wie reagieren deine Freunde, dass du YouTube machst? Ich glaube, das ist das Krasseste irgendwie bei mir, dass es keiner weiß. Ich habe es noch niemandem erzählt, dass ich YouTube mache. Ich bin der einzige Mensch, der weiß, dass ich YouTube mache von meinem Umfeld. Also das weiß wirklich niemand. Ist schon eine krasse Sache, das geheim zu halten. Und jetzt habe ich mich gezeigt und ich hoffe einfach nicht, dass mein Nachbar jetzt so klingeln kommt. Ey, du bist Gaming Guides oder sowas. Scar, Age Freakies, alles klar. Hast du YouTuber-Rang auf gommahd.net, kann mein Kommentar das Video nicht beenden. Dein Kommentar wird das Video beenden und nein, ich habe leider keinen YouTuber-Rang auf gommahd.net, habe ich ja eben begründet oder erläutert, weil ich keinen Content oder nicht genügend Content hochgeladen habe vom gommahd.net-Server. Das war mein großer Fehler, aber ich mache lieber Konsolenvideos und dabei bleibe ich auch dann scheiße ich einfach mal auf so einen YouTube-Rang. Und ja, das war's mit dem Video, mein erstes Facecam-Video, Freunde. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich wirklich für diesen Schritt über einen Daumen nach oben freuen. Es war nicht ganz so einfach, das jetzt einfach mal zu machen, aber ich werde es einfach für euch tun und das Video hochladen. Und schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, dann werde ich demnächst öfter mal so Bilder hochladen, wo ihr mir Fragen stellen könnt und werde die dann in solchen Facecam-Videos beantworten. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer und haut rein, Freunde.